Im Mittelalter war ihre Funktion eher die eines Chronisten des Stadtgeschehens. Heute sollen sie das literarische Leben in der Stadt bereichern. Seit Jahren vergibt Rottweil ein literarisches Aufenthaltsstipendium. In diesem Jahr heißt die Stadtschreiberin Julia Willmann und wir möchten sie Ihnen einmal vorstellen. Also in der Großstadt fühlst du dich frei, weil du sozusagen in der Masse, in einer indifferenten Masse verschwindest. Und das ist schön, keiner beobachtet dich, niemand weiß irgendwas, niemand guckt nach und so. Also das Übliche. Hier fühle ich mich frei, weil ich wirklich befreit bin von meinem Alltag. Also ich darf hier einfach nur als Autorin sein, als Schriftstellerin. Und das ist natürlich total befreiend. Frei sein. Frei sein dadurch, dass man sich an einen Ort bindet. Was sich eigentlich erst einmal seltsam anhört, für die diesjährige Stadtschreiberin Julia Willmann trifft es genau das. Ein Aufenthaltsstipendium in der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Rottweil kam zustande, weil ich wollte nicht irgendein Aufenthaltsstipendium, sondern ich wollte wirklich nach Rottweil, weil ich ein ganz starkes Bedürfnis hatte, im Schwarzwald zu arbeiten. Ein Stadtschreiber, eine Stadtschreiberin, kein Chronist wie im Mittelalter. Jemand, der 3 Monate bleibt. Von Berlin nach Rottweil. Ein Gegensatz, aber auch ein wertvoller Blick. Von außen. Einer, der auch den Rottweilern neue Perspektiven zeigt. Ja, also was mir halt natürlich irre auffällt von Anfang an ist, oh, geht's den Menschen hier gut? Wahnsinn. Also es ist fast so eine Sprachlosigkeit. Oh mein Gott, alles steht hier so im Saft. Das ist so, aus der Fülle wird hier irgendwie gelebt und geschöpft und geatmet. Und das Leben, was man in Berlin, dem Leben, dem man in Berlin begegnet, ständig, tagtäglich vor der eigenen Wohnungstür, ist natürlich ganz anders. Also die Realität ist einfach härter. Das ist so. Geben und nehmen. Stadtschreiber geben auch seit nunmehr 17 Jahren. Auch Julia Willmann gibt, eine Schreibwerkstatt am Leibniz-Gymnasium zum Beispiel. Schreiben mit den jungen Menschen. Und nicht nur da, denn Stadtschreiber wohnen traditionell im Konvikt. Eigentlich ein Internat. Für die Autorinnen und Autoren eine Heimat auf Zeit. Überall ist einfach Leben und ich gehe da durch und habe ganz schnell das Gefühl gehabt, dann einen festen Platz zu haben. Also ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt, auch sehr willkommen gefühlt. Und ich mag einfach die Energie von jungen Menschen wahnsinnig gerne, also gerade von Jugendlichen. Viel Kontakt, viel Austausch und Zeit für das eigene Schaffen, für das Werk? Sicher, das ist ja gleichsam ein Ziel. Geht das denn hier am Rand des Schwarzwalds zwischen Stuttgart und Bodensee? Es gibt eine enorme Parallele zum nächsten Buch. Ich habe gerade gesagt, ich bin hier sehr, sehr glücklich und der Roman stellt die Frage danach, was ist Glück? Das ist es also, was es ist. Der erste Roman der Stadtschreiberin, dieses Jahr erschienen, der zweite ist in Arbeit. Hier in der Stadt der Türme. Für die gebürtige Freiburgerin, die mit Mann und Tochter in Berlin lebt, eine Herzensangelegenheit. Genau wie das Erzählen, das Schreiben. Also ich glaube, dass so diese Gabe zu schreiben und es auch tun zu wollen und tun zu sollen, das war, glaube ich, sehr, sehr früh da. Sehr, sehr, sehr früh. Und ich habe danach, wie man das ja so gern macht, mit vielen Mitteln sehr viele Umwege gewählt, um alles Mögliche zu tun, bloß nicht das. Am Abend Literatur im Zimmertheater, Buchbesprechung im Quartett, wieder geben. So wirkt die Stadtschreiberin in das Stadtleben hinein. Stadtleben, das auch die Wahlberlinerin beeindruckt. Rottweil, ich konnte das eigentlich gar nicht glauben, ist wirklich eine kleine Stadt. Das sind, ich denke, 25.000 Einwohner, soweit ich weiß. Und in dieser Stadt passiert so viel. Mitte Dezember ist sie vorbei, die Zeit als Stadtschreiberin. Dann geht es zurück nach Berlin. Was bleibt? Eine Zeit des Freiseins und der Gegensätze. Hier die Metropole, dort das beschauliche Rottweil. Und viel Zeit zu schreiben. Nicht nur über das, was es ist, sondern das, was wird.